Freunde, wir haben uns heute mal ein Tablett umgestaltet, ein altes, werdet ihr gleich sehen. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, viel Spaß. Wir wollen uns heute mal ein altes Tablett umgestalten. Es wurde früher schon mal mit so Krakeliertechnik und Serviettentechnik gemacht, gefällt uns aber nicht mehr. Und ja, jetzt muss man das erstmal vorgrundieren. Wir wollen da mit Puring drauf gehen. Puring gibt es von Viva Decor fertig vorgemischt. Also man kann das gleich aus dieser Flasche, die da drin ist, zum Puren benutzen und muss das nicht erst mit dem Puring Medium mischen. Dann gibt es das in verschiedenen Sets. Ich habe jetzt hier einmal so blau, das nennt sich Sea Love. Dann habe ich rosa und pink, das ist Rosé Dream. Und dann habe ich so gelb, grün, das ist Color Fantasy. Jetzt muss ich das alte Teil aber erstmal wieder vorgrundieren, damit das hier alles nicht durchscheint nachher. Grundiere ich das in weiß. Ihr könnt das mit dem Gesso machen. Ich nehme jetzt hier einfach meine Acrylfarbe und streiche das in weiß. Da kommen ja nachher diese verschiedenen Farbtöne drauf. Also wenn da ein bisschen was rauslugt, ist das nicht so schlimm. Aber dass das Grobe erstmal weg ist, dass diese ollen Mondblumen hier weg sind und so. Das war so ein schönes Tablett. Ja, früher mal vor 20 Jahren. Guck mal, ist schon wieder Vintage, ist schon wieder in. Ja. Muss jetzt auch nicht perfekt gemacht werden. Das ist einfach nur, dass das weg ist, was hier unten drunter ist. Dass wir mit neuen Farben arbeiten können. Und da ich jetzt mit dem Puring Set Rosé Dream arbeiten möchte, da war ja lila und sowas mit bei, habe ich mir gedacht, ich mache den Rand, also das ganze Äußere, in einem lila Ton. Da nehme ich jetzt auch einfach eine Acrylfarbe und streiche das schon mal vor. Dann braucht man hier unten, also unten am Rand hier ja nicht so perfekt sein, weil da kommt ja dann diese Puring-Schicht noch hin. Also wenn da jetzt ein bisschen ungenauer ist, ist nicht so schlimm. Und jetzt muss das erstmal von innen und von außen mit diesem Lila jetzt bearbeitet werden. Und dann hat das gleich eine ganz andere Wirkung schon als dieses Rot. Lila ist ja meine Farbe, wisst ihr ja mittlerweile. Jetzt muss das erstmal alles vorbearbeitet werden. Wenn die Farbe getrocknet ist, dann kann man langsam mit dem Puring beginnen. Hier seht ihr jetzt wieder so Krakelrisse, die entstanden sind. Das ist immer noch von dem Lack, von dem Untergrund, was da früher mal drauf war. Ich hoffe, das schadet jetzt nicht dem Puring. Ich lasse das jetzt einfach so. Jetzt habe ich mein Tablett dieses Mal in Waage gebracht. Das ist immer noch nicht richtig. Ich könnte noch ein Stück höher. Aber geht schon besser als ohne. Dass mir die Farbe nicht zu einer Seite runterläuft. Und wenn wir nicht diese Umrandung haben, wie bei dem Tablett, dann würde die Farbe an einer Seite einfach runterlaufen. So geht das jetzt einmal noch ein Stück höher. Dann macht doch richtig. Eigentlich müsste das noch ein bisschen höher. So, jetzt ist es perfekt. So lasse ich es jetzt stehen. Darf ich dann natürlich nicht mehr dran rumruckeln. Und ich habe das auch versucht, in dieser Seite hier eine Waage zu kriegen. Wenn es auf der einen Seite ist, dann ist es auf der anderen hoch. Ja. Dann hättest du eine mit dir halten. So, dann können die erstmal weg. Dann hatte ich mir dieses Set hier ausgesucht. Rosé Dream. Da sind aber 6 Farben drin. Ich habe jetzt hier noch ein Rot, ein Weiß und ein Beige. Weiß ist 2-mal drin. Ich möchte eigentlich nur das Weiß, dieses Rosé und dieses Lila. Und dann gibt es dieses fertig angemischte Puring noch in Silber, in Gold, also solche schönen metallischen Farben. Das gibt hier noch so ein Magenta. Die habe ich mir jetzt noch ausgesucht. Da gibt es, glaube ich, 6 verschiedene Töne. Ich habe jetzt hier noch einen Stahl und ein Roségold. Aber ich nehme Magenta und Silber, glaube ich. Oder Magenta und Rot, Gold. Magenta und Silber wahrscheinlich. So, und jetzt müssen diese Farben, wenn die lange gestanden haben oder eine Weile gestanden haben, die soll man immer vorher richtig kräftig durchschütteln, damit sich das alles wieder richtig schön vermischt. Und dann fangen wir erstmal mit Weiß an. Das hat Lila gegriffen. Fangen wir erstmal mit Weiß an, machen erstmal eine weiße Schicht, damit sich das alles nachher schön verteilen kann. So, und hier ist jetzt, wie gesagt, das Schöne, wir haben jetzt hier schon das richtig perfekte Mischungsverhältnis. Man braucht jetzt nicht erst noch anfangen, Puring, Medium und Farbe zu mischen. Und können jetzt hier gleich aus der Flasche auftragen. Ins volle Greifen. Ins volle Greifen. Und jetzt muss ich erstmal die erste Schicht so ein bisschen glatt streichen, damit darauf dann die anderen Farben schön verlaufen können.
Man hätte es ja nicht weiß. Naja, doch, das ist ja nicht so richtig deckend. Und ich hatte Angst, dass diese rot unten so durchschimmert. Hätte jetzt natürlich auch klappen können, dass es nicht durchschimmert. Aber wenn es... Das Risiko war dir genau, so groß. Das wollte ich jetzt nicht eingehen, das Risiko. Das war eine volle Abwägung. Ja, muss man sich immer überlegen. Der Vor- und Nachteile. So, das erstmal. So, und dann kann man mit den Farben spielen, wie man sich denkt, wie man das haben möchte. Und das Schöne ist halt, du musst jetzt nichts anmischen extra. Du hast das immer gebrauchsfertig in dieser Flasche, kannst also nicht zu viel angemischt haben, weil du dann nicht wieder weißt, was du wie das weiter verwenden sollst. Sondern du hast das eben, kannst das beim nächsten Mal wieder weiternehmen. Cool. Das ist ja richtig Kunst. Ja, jetzt noch diese Magenta hier, diese schöne metallische, das muss man auch wirklich gut schütteln, das steht mir alles schon eine Weile bei mir. So. Dann mal gucken. Wie man das so haben will. Das ist immer ja nicht. Vor allem, du kannst das vorher nicht planen. Das kommt nachher sowieso anders, als du denkst. Erstens anders und zweitens, als du denkst. So. Und jetzt will ich das ein bisschen... Jetzt könnte man das laufen lassen. Man kann das mit so einem Spachtel ein bisschen ziehen, dass sich das so übereinander lagert. Ja, und dann kommen diese schönen Bläschen hier. Guck doch mal, wie schön das aufblubbert. Ja. Das ist wirklich toll gemischt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber so dolle. Also, das war jetzt nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Ich möchte nämlich jetzt die ganze Sache ein bisschen in Schwung bringen. So wie wir das mit dem Harz gemacht haben, dass wir solche Wellen und so was erzeugt haben. Und dafür nehme ich mir jetzt meine Heißluftpistole, aber eben wahrscheinlich nur auf 1, damit das nicht gleich fest wird. Das klappt aber auch. So, das geht noch nicht so richtig. Probieren wir es einfach mit dem Föhn. Endlich den richtigen Puster gefunden, wie heißt das so, ein Haarföhn. Den kann man hier nämlich einstellen auf nicht heiß. Also hier kannst du heiß einstellen und hier die Pustestärke. Und ich puste jetzt ganz kalt. Und dann geht das. Da kann man jetzt ein bisschen mit der Luft hin und her pusten, wo man was hinhaben möchte. Und jetzt muss man natürlich immer gucken, dass man da auch noch Puring-Medium hinbekommt, wo jetzt nichts hinläuft. Man kann das aber trotzdem auch noch laufen lassen, wenn man will. Aber ich habe das ja nur alles eigentlich ausgerichtet. Um alles mit dem Föhn zu machen. Oh, jetzt läuft ja alles auf eine Seite. Ja, das ist ja, wenn man das hochhebt, läuft das auf eine Seite. So, dann kann man nochmal versuchen. Wenn man dann denkt, so kann man das jetzt lassen, dann wartet man jetzt noch auf die Zellbildung und ich mache jetzt da überall noch ein bisschen Puring-Medium hin, wo ich denke, da ist jetzt einfach zu wenig hingekommen. Da mache ich mir jetzt noch weiß hin,
dass das alles ungefähr so ein bisschen gleichmäßig hoch wird alles. Dass das noch verlaufen kann alles ein bisschen. Also umso mehr drauf ist, umso besser läuft es. Ja, man kann das eigentlich auch noch mit Wasser ein bisschen verdünnen. Man kann das jetzt auch noch wieder hier ziehen. Da kann man sich jetzt wirklich eins hinspielen, dass man da die Bläschen hat. Mhm. Das ist alles immer ein Probieren und ein Austesten. Das machst du schön Wellen weg. Ja, da will ich gleich nochmal lang gehen. Ist immer, manchmal hat man dann auch zu viel gemacht, dann ist das alles nicht mehr zu sehen, aber man muss sich das halt ausprobieren, das geht nicht mit einem Mal. Das ist eigentlich eine langwierige Arbeit. Und vor allem immer wieder ein Probieren, Probieren, Probieren. Und wenn es nicht aussieht, wenn man jetzt denkt, oh, misslungen, muss man wieder neu Farbe drüber machen und nochmal neu probieren. Und wenn man dann so einigermaßen zufrieden ist, dann lässt man das jetzt mindestens 24 Stunden trocknen. Also das muss richtig, ist ja nur eine Menge an Farbe drauf, dadurch, dass man da so viel drauf gegossen hat. Und das muss jetzt wirklich richtig durchtrocknen. Am besten 2 oder 3 Tage stehen lassen, damit das richtig trocknen kann. So sieht unser Puring dann jetzt fertig aus. Wir haben das jetzt wirklich, naja, ruhig 3 Tage trocknen lassen. Immer mal natürlich drauf gedutscht, ob fertig ist. Nee, nur ganz vorsichtig. So, jetzt muss man immer gucken, ob hier am Rand das einigermaßen gerade ist. Da habe ich mich jetzt schon mal beigemacht, wo nicht so ordentlich ist, dass man da vielleicht ein bisschen gerade zieht. Nochmal mit Lila, dass das einigermaßen gerade aussieht am Rand. Und dann kann man sich überlegen, ob man da jetzt ein Harz drüber gibt nochmal. Oder ob man einfach einen Klarlack drüber macht. Hier in dem Video sollte ja eigentlich um diese Puring hier gehen und nicht um Harz oder sowas. Und da habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einen Klarlack drüber, damit es geschützt ist. Und dann ist es fertig. So, und hier ausgebessert ist alles. Das sind so die kleinen Stellen, wo man jetzt mit dem Föhn dagegen gepustet hat, wo das ein bisschen hochgekommen ist. Das muss man jetzt ein bisschen ausbessern. So, hier immer nur kleine Stellen. So, dann sieht das doch schon gut aus. So, wir haben uns jetzt entschlossen, da einfach bloß einen Lack drüber zu machen, hat man gesagt. Jetzt nehmen wir hier Klarlack von Viva Decor. Da habe ich mich mal für matt entschieden. Glänzend habe ich, glaube ich, gar nicht, weil eigentlich immer alles matt war bei mir. Und passt jetzt hier eigentlich auch, passend zu der äußeren lila Farbe. Die ist ja auch matt. Da wollte ich jetzt auch kein glänzend in der Mitte dann haben. Also kann das ruhig matt überlackiert werden. Und dann ist das Tablett fertig. Man könnte jetzt da noch am Rand... Dann ist es aber kein lila Tablett mehr. Ja, am Rand Motive drauf machen. Oder Perlenglitzersteine, Rubbelmotive oder was weiß ich alles. Nee, wollte man nicht. Wir machen einfach bloß einen Lack. Fertig. Einfach ist manchmal am schönsten. Ja, ich wollte es ganz schlicht haben eigentlich. Und das machen wir auch so. So, ihr Lieben, mit ein bisschen Farbe und ja, ein bisschen Luft haben wir das alte Tablett neu umgestaltet. So kann es jetzt in meinem Haushalt noch ein bisschen weiter bleiben. Ist ein schönes Tablett, um mal die Sachen in den Garten zu schleppen, die man alle jetzt so hat. Käffchen, wir gehen jetzt Kaffee trinken. Ihr könnt es gerne nachmachen, wenn ihr möchtet. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach. Mal und was anderes. Nicht immer nur Serviettentechnik oder sowas, mal Puring auf dem Tablett. Schöne Sache.